los geht's. So, wir sind hier in Kilchberg und der Fahrschüler hat die Aufgabe, verkehrsgerecht umzukehren. Er hat sich daran erinnert, dass wir im Kreis rumfahren können. Das heißt, er fährt jetzt hier links weiter. Hier links rein. Und er hat sich auch schon vergewissert, dass niemand kommt, weil das eine schöne enge Straße ist. So, und jetzt weiß er ja, wenn wir jetzt weiterfahren, muss er die nächste nach links fahren. Und natürlich die nächste Straße, nicht so komische Sachen nehmen wie hier. Also das seht ihr, das wissen wir jetzt gar nicht, ist das eine Straße oder was soll das sein hier? Also die nächste richtige Straße. So, und auch genau, ruhig im zweiten Gang, ganz normal fahren. Aha, da haben wir die nächste Straße. Natürlich schön aufpassen, rechts vor links, Wohngebiet, Radfahrer, Kinder, alles was sich so dazugehört. So, und jetzt müssen wir die nächste links fahren. Das sind wieder alles so komische Straßen, da fahren wir nicht rein. Achtung, rechts vor links, immer dran denken. Nicht vor lauter Umkehren vergessen, nach rechts und links zu schauen. So, und jetzt auf einmal stellen wir fest, aha, da vorne eventuell links, sage ich schon mal. Hier geht's nicht, das ist auch so eine komische Straße, die hört auf. So, gut. Und jetzt mal, halten wir mal an. So, jetzt seht ihr, guckt, hier ist keine richtige Straße. Und das heißt, wir müssen jetzt hier umkehren. Also ganz normal, das ist ja nicht schwierig. Aber ich will euch einfach zeigen, du kannst schon starten mit umkehren. Ich wollte euch einfach mal zeigen, nicht immer versuchen im Kreis rumzufahren, also das einmal um den Block, weil das, es gibt halt manche Stellen, da funktioniert es nicht. Wie hier jetzt zum Beispiel. Und ich habe da auch schon ganz heftige Sachen erlebt. Ah, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Da war gerade ein Radfahrer hier und da müssen wir lieber stehen bleiben und den vorbeifahren lassen, bevor man irgendwas macht. Genau, und jetzt fahren wir weiter. Und auch hier hinter uns verläuft ein Radweg. Und ihr wisst selber, wenn ihr auch Radfahrer seid, Radfahrer sind gefährlich für Prüflinge, wenn die da angefahren fahren. So, und dann geht es jetzt praktisch einfach weiter. Und wir müssen jetzt einfach den gleichen Weg, den wir gekommen sind, wieder zurückfahren. Und das hoffe ich natürlich, dass ihr euch das gemerkt habt. Und auch hier habe ich in Prüfungen schon die wildesten Sachen erlebt, dass dann Fahrschüler auf einmal geradeaus gefahren sind und sich im Wohngebiet verfahren haben und gar nicht mehr rausgefunden haben. Das ist natürlich dann immer ein bisschen doof. So, wir haben die Szene nochmal nachgestellt und wir haben auch hier festgestellt, guck mal, das sind natürlich irgendwelche so Pseudostraßen, aber die haben natürlich alle einen abgesenkten Bordstein. Das ist also kein rechts vor links. Okay, dann halt nochmal kurz an, nochmal kurz hier stehen bleiben. So, guck mal, wir haben hier diesen Parkplatz und natürlich kann ich auch theoretisch diesen Parkplatz nehmen zum Umkehren. Das heißt, das ist schön breit, also ich würde es nicht machen, wenn ich bloß so einen engen Parkplatz hätte, aber hier könnte ich schön reinfahren. Und dann habe ich halt den kleinen Nachteil, ich muss rückwärts rausfahren. Und es gibt ein paar Prüfer, speziell einen Prüfer, die haben das nicht so gern. Wobei da nichts dagegen spricht, das ist einfach erlaubt. Die sagen halt, es sei zu gefährlich, rückwärts in den Verkehr reinzufahren, aber dann frage ich mich, warum darf ich dann hier vorwärts parken? Dann durfte ich ja nicht vorwärts parken, dann müsste ich ja mal rückwärts da drauf parken. Also, wir fahren ein Stückchen vor, fahren rechts und dann haben wir die Aufgabe trotzdem ganz locker erfüllt. Hier habe ich jetzt sogar schön Vorfahrt, das heißt, ich muss langsam rum, schön gucken. Ja, und dann würde die Prüfung schön weitergehen und wir fahren dann da vorne links weiter.